Jahren vom Musikkulinarium geträumt. Und jetzt haben wir Musik vom Gémeaux-Quartett und Gästen und Kulinarium von Demeter Höfen zusammengebracht zum Musikkulinarium, wo gegessen wird und Musik gehört wird in höchster Qualität. It's just such an amazing feeling to have the opening concert in such a glorious setting, which is, you know, so royal, majestic, and it was great to work with Benjamin Engeli also. I really hope that we can continue in the next years and expand the festival. Haben wir in einem Schloss gespielt. Da gab es kein Dinner, das war ein festlicher Schlosssaal. Da gab es dafür als Ausgang für alle Gäste eine Überraschungstüte mit Produkten drin, die frisch vom Hof waren, die es gerade noch in den Kellern gab. Demeter hat natürlich auch damit zu tun, dass man nicht irgendwas außersaisonal sich besorgt aus anderen Ländern, das es eigentlich hier gerade nicht gibt, mit hohen Fahrtkosten und Energiekosten, sondern einfach, was gerade vorhanden ist. Und Ende März gab es in den Gemüsekellern eben noch Pastinaken und Kartoffeln. Hinter uns ist der Torkel, das wird heute unser zweites Konzert sein und es gibt fantastisches Essen. You are saying in English that you are what you eat, and in music your personality is coming through, so I guess you could say you play what you eat. We try to find some unusual concert locations which are not generally, you know, used for concerts. Wir haben doch selber gelacht. Ich fand selber so witzig, das Kinderkonzert. Das Konzept von Ilona Schulz war schon beim Durchlesen einfach wahnsinnig komisch. Francesco, erzähl uns doch mal, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Stamattina, 10 uova, una fame e una Thailand! Habt ihr eine Idee? Sachsen. Sachsen! Aber gleich daneben! And I think the children had a good time. And the parents too. And the parents. Spürt schon diese Schönheit, diese Energie. Der Bodensee ist so schön und vor allem unser Publikum war fantastisch, wirklich super. Und wir haben so viel Energie gespürt und genommen und wir freuen uns sehr. War wirklich für eine erste Edition ein grandios, könnte nicht besser sein.